möglich schaffen. Dass es Derbys in sich haben, das ist nichts Neues, und dass es da meistens ganz ordentlich zur Sache geht, auch das ist für den Fachkenner nichts Neues. Allerdings bei dem ewig jungen Duell zwischen den, Mannheimer Adlern und den Frankfurter Löwen an diesem Wochenende, da gab es zwar auf der einen Seite, wie gesagt, wunderschöne Tore zu sehen, aber auf der anderen Seite gab es auch ganz kräftig etwas aufs Mützchen. Gerade mal 60 Sekunden waren gespielt, da flogen im Eisstadion zum ersten Mal die Fäuste. Ein bisschen haken, ein bisschen stechen und schon ging die Keilerei los. Nicht allzu schlimm zwar, die Linienrichter gingen rechtzeitig dazwischen. Thierry Müller notierte mittlerweile die Bösewichte. Als dann aber Mannheims Beraldo und der Frankfurter Peltonen die Handschuhe auszogen, war klar, dieses Match würde noch eskalieren. Beide Cracks durften für ihre Tat, so schreibt es das Regelbuch vor, vorzeitig duschen gehen. Spieldauer, Disziplinarstrafe. Die Mannheimer Bank nahm es noch gelassen, zumal die Adler trotz weiterer Provokationen der Gäste ruhig blieben und das 1:0 erzielten. Irgendwie springt die Scheibe ins Netz. Löwenkeeper Tami hat es kaum mitgekriegt. 8000 im Freudentaumel. Nicht lange allerdings. Nur Sekunden später die Eskalation. Zwei, drei harte Checks an der Bande und dann ließen es die Herren gewaltig krachen. Es folgte eine gut viertelstündige Keilerei. Für alle Nachwuchsboxer aufgepasst. Hier kommt der Anschauungsunterricht, den ihr schon immer sehen wolltet. Unkommentiert, Szenen mit Seltenheitswert, aber irgendwie zum Eishockey dazugehörend. Die waren heiß heute und wir haben vor dem Spiel gemerkt. Und ab und zu haben wir vielleicht, weil wir übermotiviert sind, die Aggressivität ein bisschen zu hoch. Aber besser so hoch als zu tief und besser übermotiviert als untermotiviert. Und mit so Dingen, das können wir leben. Das passiert in Eishockey. Es ist nicht das sauberste Ding, das lebt. Aber dann nachher, zwei Drittel lang, haben wir gutes Eishockey gesehen. Auch weil die Frankfurter bei 4 Hinausstellungen nur noch 11 Spieler hatten. Die Adler nutzten den Platz. Mario Gehrig macht den Anfang, das 2:0. Nun gab es kein Halten mehr. Die Goals fast im Minutentakt. Wunderschöne Tore dazu. Das 3:0, gleichzeitig das zweite Tor von Neuzugang Philippe Bousson bei seiner Heimpremiere. Welch ein Spiel für den Franzosen. Ein Tor des Jahres, der nächste Einschlag. Minuten später, eine Adlerwelle nach der anderen rollte auf das Gästetor. Und dann packte Pavel Groß die Zauberkiste aus. Das 4:0. Als Zugabe gab es gleich die nächste Schlägerei. Die Frankfurter, fürwahr, keine fairen Verlierer. Diesmal das Duell 1 gegen 1, Faeser und Storff. Zwei, die sich wohl niemals gern haben werden. Die Mannheimer Antwort folgte sportlich. Der ganz große Auftritt des neuen Philippe Bousson. Eiskalt, abgebrüht, schlicht klasse, das 5:0. Also ich wusste ja schon, dass in Mannheim die Stimmung etwas ganz Besonderes ist, aber ich kannte das aus der Schweiz. Auch dort ist Eishockey beliebt und es wird viel gesungen. Aber es stimmt schon, Mannheim, das ist ein heißes Pflaster und es macht unheimlich Spaß, hier zu spielen.
Der Schlussabschnitt, eine große Überraschung, völlig ruhig, harmlos, mehr ein Schaulaufen, denn ein Eishockeyspiel. Den Schlusspunkt setzt Lukas, das 6:1 in der 51. Minute. Und wie komisch manchmal Eishockey sein kann, nach über 3 Stunden Spielzeit. Da nämlich drückten sich beide Teams, als wären sie nie aneinander gerasselt, die Hände. Und das nach einem Spiel mit 8 Hinausstellungen und insgesamt weit über 200 Strafminuten. Auch wir fighten um jeden Preis für unsere Kunden. Im Promarkt Ludwigshafen. Völlig unabhängig.